Mein Mann ist Kroate, meine Kinder wachsen dreisprachig auf. Also insofern haben wir das alte Europa und das ganz kleine neue Europa. Ein kleines Europa schon bei sich zu Hause. Herr Dorfmann. Hallo. Hallo, freut mich. Freut mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Sie sind Deutsche, oder? Ich bin Deutsche, und genau. Und, was fasziniert Sie an Ihrem Land? Ja, also ich komme aus Berlin, eine sehr spannende Metropole. Und das ist eben das, was ich jetzt auch gerne auf die europäische Ebene einbringen würde, sozusagen diese Themen auch der Städte. Ich glaube, es ist auch wichtig, die einzubringen, weil es vielleicht in der Vergangenheit auch einen starken Fokus auf die ländlichen Regionen gab oder eben auch gerade den Agrarbereich. Vielleicht sehen Sie das anders, aber 70% der EU-Bürger leben in Städten und auch natürlich sehr viele Arbeitsplätze sind eben auch in den Städten. Und deshalb ist es klar, dass ich als Vertreterin von Berlin natürlich versuchen werde, da einen besonderen Schwerpunkt zu legen. Ich finde Berlin ja einen faszinierenden Ort, eine der schönsten, vielleicht nicht der schönsten Städte in Europa, der spannendsten Städte, würde ich mal sagen, und der aufregendsten Städte, die es in Europa gibt. Ja, ich komme aus dem vom ländlichen Gebiet, mitten von den Alpen, große Städte gibt es da ja kaum. Mhm. Ja, auch aus einem bisschen besonderen Ort. Ich bin deutschsprachiger Südtiroler und damit italienischer Staatsbürger. Wir fühlen uns nicht als Italiener, auch nicht als Österreicher. Wir fühlen uns einfach als Südtiroler. Und da ist es halt einfacher, auch sich als Europäer zu fühlen. Und die Grenzen waren für uns immer so eine, oder immer zumindest in den letzten 100 Jahren, so eine Art Hiobsding. Und je mehr Europa wächst, umso mehr, oder je besser Europa zusammenwächst, umso mehr fallen halt auch diese Grenzen dann weg. Wobei Grenzen auch wieder eine Renaissance erleben. Also die Grenzen nach außen, gerade leider, auch in Italien, glaube ich. Ja, wir erleben halt derzeit, dass wie sehr die Schengen-Grenzen und das europäische Projekt insgesamt unter Druck gerät, wenn die Grundvoraussetzungen auf europäischer Ebene nicht gegeben sind. Das heißt, wenn Europa nicht, die Europäische Union in Bereichen wie zum Beispiel der Flüchtlingspolitik nicht imstande war zu liefern, dann gibt es Entwicklungen in Mitgliedstaaten, die absolut nicht, aus meiner Sicht, nicht in die richtige Richtung gehen. Und das erleben wir derzeit leider bei uns in Italien. In großen Städten gibt es teilweise eine große Bereitschaft, eben auch Flüchtlinge aufzunehmen, also unabhängig jetzt sozusagen von der nationalen Ebene. Wie ist das im ländlichen Bereich? Es gibt durchaus eine Offenheit, solange das Ganze überschaubar ist. Mhm. Und bei uns zu Hause, wir haben über ein Programm der vorherigen italienischen Regierung, die hat ja versucht, die Flüchtlinge auf das Gebiet, auf das Gesamtterritorium aufzuteilen und nicht Hotspots zu organisieren. Mhm. Und auch bei mir im Dorf, 3000 Einwohner, sind dann im Pfarrhaus Flüchtlinge eingezogen. Mhm. Der Pfarrer ist nicht mehr hier, dafür gibt es jetzt halt Flüchtlinge. Viele Menschen sehen das auch durchaus positiv. Mhm. Also solange sich das Ganze in einem organisierten Ambiente bewegt, ist das, glaube ich, durchaus okay. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für die Europäische Union in den nächsten 5 Jahren? Ich habe den Eindruck, hier gibt es einfach zu viele, die Europäische Union einfach so als losen Staatenbund wollen und nicht als Union. Und das ist nicht nur ein Problem der sogenannten Euroskeptiker oder Europaskeptiker, das ist schon auch ein Problem der anderen. Was glauben Sie? Ja, interessant. Also ich denke schon, auch die Migration ist ein großes Problem, was auch die Tendenz hat, Ost und West zu spalten. Und dann würde ich eben auch sagen, also die technologische Konkurrenz von außen, sei es mit China, sei es mit den USA, was ein sehr wichtiges Thema auch in Berlin ist, Umweltpolitik ist ja per se international, zumindest europäisch. Und dass man eben Lösungen mit den europäischen Partnern finden muss, bei uns eben auch, wenn man in die Nachbarschaft schaut mit Polen, in der Energiepolitik, im Umweltschutz insgesamt. Und da war für mich die nächste Ebene einfach die wichtigste. Und in dem Bereich, den ich jetzt auch bearbeiten werde, in der Entwicklungspolitik, finde ich, liegt es eben auch auf der Hand, dass man die Europäische Union als größter Geber von Entwicklungshilfe einfach viel besser und strategischer eben auch aufstellt in der Zukunft. Das kann man eben nur auf der europäischen Ebene machen. Und das war einer der Gründe, weshalb ich weitergehen wollte. Auch weil ich Europa bei mir zu Hause habe. Mein Mann ist Kroate, meine Kinder wachsen dreisprachig auf. Also insofern haben wir das alte Europa und ein kleines Europa schon bei sich zu Hause. Und das eben jetzt auch professionell zu machen, war einfach
ja, eine sehr spannende Herausforderung. Packen wir es an, würde ich sagen. Packen wir es an, genau. Lass uns losgehen. Alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ebenfalls. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit. Danke sehr. Zwischen Stadt und Land.